Irgendwann hat jemand den Stecker raus. Ich. What's up, guys? Was? Schau in die Mitte. Du stackerst. In die Mitte. Nicht in den Mano. Jetzt musst du mal nichts machen. Ja. Mensch, ich bin ja so klein, die sind alle so groß. Weißt du, was ich gelernt habe von Matt Ford? Der hat gesagt, nee. Und dann hat er seinen Arm um mich gelegt, damit ich nach unten musste, damit er ein bisschen größer wird. Ich glaube, er ist so groß. Nee, ist er auch nicht. Alkohol. Das sind nur die Haare. Alles geschaut. Jetzt kriegt er mal mit, wie es läuft, dass er mal Bescheid macht. Ich nehme es klar. Ich kenne immer so machen. Ja, oder so. Du machst doch immer so. Ja. Reicht auch. Also wenn ihr so weit seid, sagt Bescheid. Was soll ich aufnehmen? Ja, du schneidest ja eh alles raus, wenn wir in der Kacke reden. Das glaubst nur du. Dann läuft. Kamera läuft. Hallo Ladies und Gents. Hallo Ladies und Gents. Heute mal mit Unterstützung. Wir wollen euch begrüßen. Fuwa Forest, Dennis. Ich denke, alle werden ihn eher kennen als uns. Ja. Der hat uns heute besucht und wir haben ihn heute mal dazu eingeladen, mit uns heute mal ein Unboxing zu machen. Ein spezielles Unboxing, weil ich war ja Anfang August in Frankreich, in Nantes und habe ja mal wieder den Manu Laplace getroffen. Und wir wollen euch mal zeigen, jetzt auf die Schnelle, was wir da eingekauft haben. Ist gestern gekommen, das Paket, wir haben es noch nicht geöffnet. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir werden es jetzt französisch öffnen. Du darfst es öffnen? Oder soll ich es machen? Mit dem Romain Bindung. Also komm. Kann ich wahr sein. Bitte schön. Ich muss ja auch erst ein bisschen üben. Das ist das. Ja. Das ist der Frontflipper. Ja, die Fangfragen. Du darfst doch nicht reinschneiden. Wenn du das Messer kaputt machst, musst du es kaufen. So viel zum Gent. Achso, du bist Gentleman-Händler. Wenn du es kaputt machst, kaufen. Du bist doch der Gentleman. Ich bin nur der Einkäufer. Der Auspacker bist du. Wir haben es eben da ich keine Erfahrung. Wir haben gesagt, Ruhepol, Chaos. Ruhepol, Chaos. Das ist halt so. Wie bei Bud Spencer und Terence Hill. So. Du musst ein bisschen mehr üben noch beim Unboxen. Die sind gut verklebt, die Dinge. Ja, das ist französische Wertarbeit. Ja nichts. Okay, haben wir noch ein anderes Messer da vielleicht? Du kannst ja von Eckhardt das Messer nochmal nehmen, das ist sehr scharf. Nein, französische Pakete öffnen. Ja, wir können jetzt eins vom Bernard noch rausnehmen, wir können ihn stützen, aber ich glaube, du schaffst es. Das ist auch noch verklebt. Du hast die Unterseite genau, oder? Nee, das ist hier unten, da war ja wieder links drauf. Ah ja. Wir zeigen mal. So, dies ist doch die falsche Seite, guck mal, hier geht's auch. So. Sieht's aus. Möchte ich gleich mit der Bombe anfangen, sehe ich gerade. Da sind die eine Schaufel größer als die Arme da. Warum ist das auf der falschen Seite? Das hätte ich mal ganz schön gemacht. Oh, was ist denn da? Ein großes Paket, was ist denn da drin? Ich habe schon was dazu erzählen. Reden bin ich noch nicht so bewandert. Aber es ist ja Zeit. Das waren die Werbegeschenke vor der Zeit. Ja, genau. Das sind die Geschenke, die ich beim Andrücken schlagen, die kriegen dann so ein Messer. Der Russland freut sich schon drauf. Auf so ein Messer. Gell, Russland? Der traut sich nichts zu sagen. Wir fahren noch raus und dann machen wir wie immer entsorgen. Alles klar? Technischen Messer. So, Action pur. So, die habe ich ja in Nantes alle bekommen. Die haben wir alle selber selektiert, weil der Flo schon meinte, da sind ein paar schöne dabei, die er gesehen hat auf Bildern. Aber eben, jetzt schauen wir es uns mal an. Komm, wir machen jetzt mal ein Quickie Unboxing. Ich darf sowas ja nicht machen, da haben wir schon Schachtel kaputt. Ah, das ist halt noch ein bisschen neu. Oh, er hat auch andere Scheiben diesmal mit Leder. Bis jetzt war doch nur immer Stoff angesagt. Also. Der Mast. Das kann er. Das ist eben das, was da aus Frankreich so top ist. Eben diese ganze Verarbeitung und die Materialien. Guck mal hier, das muss man mal stellen. Wirklich. Ja.
Hast du das aufgenommen? Soll ich noch ein bisschen drehen? Du weißt, was ich meine. Innen drin, den Backspacer, das ist die Beschriftung. Das ist neu. Du musst ein bisschen neu. Zu mir neu. Guck mal, mit Orange drin. Da steht dann drauf, was da drin ist. Gibt es kleine und große. Da habe ich auch ein kleines noch genommen. Ja, schau mal, dass du das Kleine findest. Das ja, wir finden alles. Französisch können wir leider nicht. Also ich habe hier die Gen-10-Variante, Orange, mit einem Carbon-Backspacer, so wie ich das lese. Ja, mit einem Carbon-Backspacer. Harley Davidson. Das ist die Harley Davidson. American Legend. American Legend. Da muss man übersetzen. Ja, da steht immer was drin. Immer, in jedem Backspacer. Da steht immer was drin. Du musst was sagen, Dennis. Das ist ein Unboxing hier. Dennis ist sprachlos. Oh, guck mal, ich habe eins von den Piratenmessern. Mach mal einen Backspacer, sehe ich von hier schon. Das sieht ja echt hammermäßig aus. Der Backspacer ist der Traum. Ja. Backspacer mit Skull. Das ist Traum. Totenkopf. Ja, wir fahren mal zusammen. Genau. Das ist natürlich der Traum. Super toll, was geht. Die Schichte, die Glocke. Mit Krawattenpolster. Dann innen drin ist noch. Unten 15-15. Ah ja, übrigens, der Piratenkopf, das ist ein Manu sein Gesicht. Am Herzen siehst du das, das ist der Manu. Ja. Achso, das müssen wir aufpassen. Das war jetzt zu neu. Mit Carbon-Leitungsdreieck. Ja, das war hier drauf. Einfach drauflegen. Ja. Das werden wir, weiß ich nicht, werden wir alles finden, wir machen einfach weiter. Wie viele Messer sind es überhaupt? Was habe ich bestellt? Hast du das? Was habe ich hast bestellt? Hast du die Rechnung bekommen? Du kriegst immer die Rechnung. Ja, sehr schön. Oh ja, ich habe jetzt auch noch ein schönes. Ah, guck mal, nochmal eins aus der Geraten-Serie. Das ist Damast, Mammut und auch wieder Totenköpfe, Skulls. Und einen ganz speziellen Backspacer hier. Ja, jetzt siehst du mal. Wieso arbeitest du die ganzen Piraten da so? Ja, weil jetzt habe ich halt mal Glück. Nee, das sind sehr schöne Messer, das seht ihr ja. Ach, das ist das kleine. Ah, das ist das kleine, genau. Das ist die Dame. Das ist die Klaus L. Müller Größe. Aber das ist ihm. Sag der Damengröße und sagt dann gleich Klaus L. Müller. Ja, das ist aber so klein. Ja, das ist richtig. Das ist für die kleineren Größen vorgehen. So, hier haben wir jetzt einen Horn, das hatten wir noch gar nie. Da ist der Griff auch ein bisschen 3D konnotiert. Wie sieht das? Ja, was ist das? Carbon. Palmholz? Was? Palmholz irgendwie? Das sieht aus wie Palmholz. Also ich kenne das von der Schwenk. Vor allen Dingen, da wurde die Klinge ganz speziell bearbeitet. Das ist der Pyramiden. Damast von Sladinox, den auch Tschibokov benutzt. Und den Manu Laplace hat mit dem Juri, mit dem Inhaber von Sladinox, da was ausgehandelt. Die haben eine ganz spezielle Behandlung. Deswegen glänzt auch die Oberfläche von diesem Damast so schön. Es ist ein 300-lagiger, rostfreier Damast. Sladinox 1016, aber mit dem Pyramidenmuster. Da haben wir jetzt auch noch ein paar andere Modelle für Tschibokov bestellt. Das ist ein sehr, sehr schöner Damast. Also ich finde das fast den schönsten von Sladinox. Also das ist eins von den Highflyern, also was mir jetzt, das wird sogar ich benutzen. Aber das ist, also das, der Damast ist das würde so, aha, also es passt gerade so in der... Ja, du weißt, dass ich alles kaputt mache, ich dachte so, ja, deswegen nehmen wir auch gleich das teuerste Messer, das würde auch ich benutzen. Das ist ein Material, noch nie gesehen, solche Sachen.
Ja, da musst du halt immer auf Ottmar-Ding jetzt kommen, da siehst du öfters so was. Ja, also ich hab das öfters dann am Samstag komme ich dann mal vorbei. Ja, und bin ja immer da jetzt am Samstag. Das haben wir, ja. Das hat er mir gesagt, das hat auch was mit Mammut zu tun, aber das ist irgendwie stabilisiert. Das sind verschiedene Schichten vom Mammutstoßzahn, soviel ich mich erinnern kann. Aber wir werden das dann im Shop und in der Beschreibung alles genau noch dann erläutern. Und alles 42A konform, ne? Also das ist alles 42A konform. Das sind halt einfach Gentleman-Messer, aber man muss ja sagen, keine Downwinds, keine Flipper. Ja. Die französischen Messer sind halt auch dazu da, hauptsächlich zum Essen, zum Festspannen, für die kleineren Sachen. Also das sind schon die Gentleman-Sachen. Also man sollte nicht gerade Patronen damit, das sag ich jetzt mal. Guck mal, ich habe hier noch eins, ein ganz spezielles Messer. Da gibt es auch ein Video, was demnächst kommt aus der Werkstatt. Das ist ein 2000 Jahre altes Wüsteneisenholz. Da hat er eine kleine Serie hinbekommen. Auch wieder mit dem Pyramidendamast von Sladinox, der dann eben speziell brüniert ist. Der ist aber ganz glatt. Seine normalen, also die französischen Damastsorten, die benutzt, die haben sind fasrig. Aber der Sladinox, der ist hier ganz speziell bearbeitet und auch im Polster drin. Also wir haben Pyramiden, wir haben bearbeiteten Pyramiden, Sladinox, Damast im Polster und in der Klinge. Mit diesem Muster, also das sind ganz herrliche Messer. Jetzt habe ich ja auch was ganz Besonderes. Und von dem gibt es nur ganz wenige Stück. Okay. Das ist, ja gerade, ist das geätzt oder ist das gelasert? Das müsste gelasert sein. Deswegen auch die Feinheiten. Guck mal das an. Wir kommen dann zu dem Highlight zum Schluss. Habt ihr alles angeboxt? Da ist noch eins. Nein, das ist noch schon. Habt ihr alles schon? Das ist brutal, ja. Ja, er hat halt jetzt diese eine Form und dann macht er halt einfach diese ganz speziellen Griffmaterialien oder Gravierungen oder auch spezielle Klingen mit speziellem Stahl. Und er gibt sich da sehr viel Mühe. Also ist auch keine Massenware. So. Da steckt Arbeitszeit drin. Ach so, haben wir mal die Lampe hier? Können wir mal die Lampe hier drauf machen? Weil das ist nämlich hier auch Glow in the Dark. Von Manuela Glas. Machst du mal die Lampe drauf, vielleicht sieht man das. Vielleicht machen wir mal die Lampen aus und dann können wir mal schnell drauf leuchten. Dann könnt ihr das mal sehen. Und ich mach die mal aus vielleicht. Die ist siehst du jetzt schon. Ja, die ist noch aus. Blau und grün. Das kommt schon. Also das wird es geben bei zwei Herstellern dieses Material, bei dem Tim Bernard, da wird auch nochmal was von uns extra kommen und von Manuela Plus. Das ist glaube ich sehr angesagt momentan, dieses Material. Ich glaube das langt schon, Flo, man sieht es schon. Ja. Okay, jetzt kommt das Highlight der ganzen. Er wollte mir dieses Messer eigentlich nicht verkaufen. Es ist teilweise so, wir haben mit ihm gesprochen, er lässt, der Manuela Plass lässt manchmal mehrere, also Griffmaterialien, die er ganz selten bekommt, die lässt er manchmal auch 3-4 Jahre liegen, weil es die da nicht mehr gibt. Ob das ja was mit Perlmutt zu tun hat oder mit Mammutbackenzahn. Wir haben jetzt hier ein Messer, was er mir eigentlich nicht verkaufen wollte. Ich bin also nochmal sehr dankbar, dass er mir das verkauft hat, Manu. Ja, weil er wollte es eigentlich. Er wollte es eigentlich nicht verkaufen. Also der tut sich manchmal auch sehr schwer. This, Manu, thank you very much. Yeah, thank you very much, Manu. It is a very nice knife. And now we make a presentation for you and for our customers. A special presentation. Das ist das Spezialmesser. Das ist auch das teuerste, was wir jemals im Shop bis jetzt hatten. Oder jemals teuerste, was wir zeigen. Dieses Messer. Das ist ein ganz spezielles Material. Also das ist sehr... Das ist ein von dem hat er nur, glaube ich, ein Stück machen können. Ein Stück? Ja. So ein Stück. Ja, ja, sowieso, das sind ja sowieso keine, ja, das sind eh alles, wenn dann nur Kleinserien. Und dieses, war, ihm ist sogar was kaputt gegangen mal. Und er hat es auch schon sehr lange gehabt, dieses Griffmaterial. Und das ist jetzt auch wieder mit dem Pyramiden-Slatinox-Damast. Das ist mit der speziellen Bearbeitung. Also da gibt es auch eine gewisse Formel, wie man das macht. Und ja, das ist das teuerste Messer eigentlich, was wir vom Manu bis jetzt haben. Das Grundmaterial ist immer in den Rommeln und Knochen und Elfenbein und Mammut oder sowas.
Wieso habe ich immer so Schweizer? Ja, das ist nicht identifizieren. Das ist ein Mammut. Das ist, das ist ein Mammut. Ja, mal schauen, weil ich sehe hier unten ist ein Kater drin. Also ich lese irgendwas mit Elefant. Mammoth, Mammoth Bleu. Also Mammut. Ja, also du siehst auch, dass das nicht flach ist, sondern dass das 3D konstruiert ist, dieser Griff. Also da hat er sehr lange gebraucht, hat aber nur ein Messer rausgekriegt aus der Geschichte, das ist ein Unikat. Und eben manchmal liegen eben solche Sachen bei ihm mehrere Jahre, das heißt, ist das jetzt dann verbaut oder verkauft. Das heißt, es ist nicht eingefärbt, sondern das ist natürlich, oder? Weil hier das so unregelmäßig ist. Ja, das ist ganz natürlich, ist das. Und deswegen ist es so schwer zu bearbeiten gewesen. Auch nicht, ich meine, diese blaue Farbe da drin war, die war natürlich, ja. Wenn man schreibt, ja, weil das ist ja nicht ungleichmäßig eingefärbt, also das ist vielleicht natürlich. Durch einen Versteinerungsprozess oder mit irgendwelchen Mineralien. Das ist ja natürlich da auch. Ich meine nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Bullshit abziehen. Ja, aber wenn du was einfärbst, sieht es einfach gleichmäßiger aus. Ja. Gleichmäßiger eingefärbt. Das ist ja ungleichmäßig. Das ist ja Stelle, wo die Farbe da nicht drin ist oder so. Ja, schön. Was sagst du zu den Pyramiden? Slatin Master Mast. Das ist mehr Messer davon. Ich muss auch sagen, von den vielen Sorten, ob Balbach, Damaststiel, was alles da ist, ist das von mir für mich einfach auch allein schon vom Muster her der absolute Favorit. Wir möchten eigentlich auch heute noch eine Danksagung machen nach Halberstadt. Wir haben ja auch jetzt seit kurzem den Toni Nikolaus Titzel im Programm und sein Vater hat uns, weil er ja Waschtischmanufaktur ist, einen Tisch aus Korean gemacht mit unserem Logo und unseren Initialen. Da geht nochmal ein Danke raus nach Halberstadt. Vielen herzlichen Dank. Uli, danke, das hast du super gemacht. Wir sind hier total geflasht und wollen auch deinem Tisch die Ehre zukommen lassen, hier jetzt in Zukunft die Unboxings zu machen mit unserem Logo. Man kann es sogar beleuchten. Ich weiß gar nicht, wo ist die Fernbedienung? Nee, das heben wir uns auch fürs nächste Mal. Das heben wir uns fürs nächste Mal. Kleine, ich soll ja eigentlich nur mal ein kurzes Unboxing werden. Inklusive Weihnachtsmodus. Ja, genau. Das ist ja die Weihnachtsedition. Ja, okay, vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss. Ihr habt vielleicht schon gesehen, Instagram oder Facebook oder sonst vielleicht irgendwo. Wir werden jetzt auch Zippos haben mit eigenen angefertigten Pouches mit unserem Logo. TFG und unseren hier gekreuzten Klingen. Es wird in Zukunft geben eine EDC-Pouch, eine Taschenpouch, wo der Sandro designt hat vom Kanal Incognito oder Incognito Productions. Vielen Dank nochmal dahin. Da wird einiges kommen in der nächsten Zeit. Also ihr könnt gespannt sein. Wir fangen auch langsam an, eigene Sachen zu produzieren, wo wir wissen oder wo wir gehört haben, da besteht Nachfrage. Das war eigentlich die wichtige Aussage, wo wir natürlich zuhören, genauso wie bei den Pouches. Wir kriegen viele Zuschriften, viele Leute fragen uns und wir versuchen uns jetzt da ein bisschen danach zu richten. Das hat bis jetzt auch sehr gut geklappt mit Great Eastern und Vanquest zum Beispiel. Und von daher bedanken wir uns natürlich auch an euch, die uns natürlich wahnsinnigerweise total unterstützen. Also gestern haben wir ja ein Unboxing gemacht, offiziell rausgebracht von Markus Reichert. Und ihr Verrückten und Wahnsinnigen habt den Shop schon wieder halb leer gekauft. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir geben uns auch viel Mühe. Flo hat 2 Wochen gebraucht, um das Unboxing oder nach dem Unboxing das in das Video oder besser gesagt das Video zu erstellen. Ist schnell, aber das alles in den Shop reinzustellen, das geht da doch eine gewisse Zeit. Also wir haben da eine Vorlaufzeit momentan von mindestens 1, maximal 2 Wochen. Das heißt, wir kriegen die Ware natürlich wesentlich früher. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerade Chebokov kommt nächste Woche wieder eine Lieferung. Wir werden auch Ende Monat eine Lieferung kriegen. Also Chebokov kommt jetzt schon regelmäßig mit größeren Beständen. Ansonsten, also ich denke mal, E-Mail müsste jeder haben. Anmelden für den Newsletter und da seid ihr, denke ich mal, schon auf dem neuesten Stand. Und in jedem Newsletter, wenn es ein Unboxing-Video gibt, ist das Unboxing auch ganz normal verlinkt, das heißt, da braucht man nur anklicken. Dann kommt man sofort zu dem Unboxing-Video. Ja, und dann natürlich heute nochmal danke an Dennis, unseren Stargast heute. Weil eins ist so, wenn Dennis nicht wäre, der Witz ist ja, wenn Dennis nicht wäre, dann wären wir alle heute nicht hier. Also das will ich einfach nur mal gesagt haben, weil ich habe den ersten Kontakt mit Dennis gehabt, überhaupt von allen. Und von daher ein Dank auch an Dennis, weil wenn Dennis nicht gewesen wäre und wir hätten diese Connection nicht in der Community, dann würde das hier gar nicht für euch entstanden sein. Ja. Also danke, Dennis. Ich habe zu danken. Für euch mal zum Verständnis. Immer eine Freude. Immer eine Freude.
Okay, ja, dann eben gehabt euch wohl, benutzt eure Gier und Messer und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal, denke ich mal. Ja, wir gehen jetzt Kuchen essen und Thüringer Bratwürste. Ja, wir fangen jetzt an zu grillen. Und wer kommt, ist selber schon. Also. Hat jeder noch ein dieses Messer? Tschüss. Ich muss immer noch Plätze machen, willst du oder nicht? Ich mache auch nochmal ein kleines Video. Ja, wir haben es aber eben gesagt, es wirkt auch immer ein bisschen. Wie geht's? Handschuhe. Ich esse jetzt, glaube ich, auch erstmal was. Ja, jetzt fangen wir zum Grillen an, würde ich sagen. Ja, ich esse jetzt auch noch Kuchen. Du machst dir gleich kaputt, das ist nichts für dich und für mich auch eigentlich nicht. Für uns ist sowas nicht. Hast du von Jubiläumsmesser das Foto? Welches? Das, was du verkauft. Nee, ich hab's gar nicht. Ich kann mir ein Foto besorgen. Wenn ihr fertig seid, dann lasst das bitte so stehen, das ist der. Ich fülle nochmal ab und dann könnt ihr abbauen. Hast du gehört? Erster Chef Russland. Was kostet denn? Müssen wir uns kalkulieren. Kann ich dir sowas im Stehgreif nicht sagen. Das Kleine meinst du? Ich kann